Hallo Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 24. Lasst uns gemeinsam beten. Herr, du willst uns in unserem Leben zeigen, was der Erlösungsplan bedeutet. Manchmal in den allerschwierigsten Situationen erkennen wir, wie du über uns denkst. Wir möchten dich auch bitten, dass du heute durch dein Wort zu unserem Herzen sprichst. Im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 1. Mose 23. Abraham ist gerade dabei, mit den Söhnen Hets, mit den Hethitern, über einen Kauf zu verhandeln, um ein Erbbegräbnis für seine tote Frau Sarah zu erwerben. In Vers 12 heißt es: Da verneigte sich Abraham vor dem Volk des Landes und er redete mit Ephron vor den Ohren des Volkes des Landes und sprach: Wohlan, wenn du geneigt bist, so höre mich, nimm von mir das Geld, das ich dir für den Acker gebe, so will ich meine Tote dort begraben. Ephron antwortete Abraham und sprach zu ihm: Mein Herr, höre mich, das Feld ist 400 Schekel Silber wert. Was ist das schon zwischen mir und dir? Begrabe nur deine Tote. Und Abraham hörte auf Ephron. Und Abraham wog für Ephron so viel Geld ab, wie er vor den Ohren der Hethiter gesagt hatte, nämlich 400 Schekel Silber, das im Kauf gangbar und gültig war. Abraham wollte sich nicht einfach etwas nur schenken lassen. Er wollte tatsächlich ganz aufrichtig und ehrlich auch den angemessenen Preis bezahlen. Ein wahrer Christ wird nicht versuchen, andere zu übervorteilen oder irgendwie nur seinen eigenen Vorteil in Geschäftsbeziehungen zu sehen. So wurde der Acker Ephrons bei Machpela, der Mamre gegenüberliegt, der Acker samt der Höhle, die darin ist, auch alle Bäume auf dem Acker und innerhalb aller seiner Grenzen, dem Abraham als Eigentum bestätigt, vor den Augen der Hethiter und aller, die zum Tor seiner Stadt eingingen. Danach begrub Abraham seine Frau Sarah in der Höhle des Ackers Machpela, Mamre gegenüber in Hebron, im Land Kanaan. So wurde der Acker und die Höhle darin dem Abraham von den Hethitern als Erbbegräbnis bestätigt. Und Abraham war alt und recht betagt und der Herr hatte Abraham gesegnet in allem. Ist das hier ein schönes Zeugnis, wenn gegen Ende des Lebens gesagt werden kann, dass wir in allem vom Herrn gesegnet gewesen sind? Lasst uns täglich mit Gott leben. Lasst uns täglich mit ihm wandeln, wie Abraham das getan hat, auch mit unseren Fehlern immer wieder zu ihm kommen, seinen Weisungen vertrauen, damit man das auch einmal von uns sagen kann. Und Abraham sprach zu dem ältesten Knecht seines Hauses, der Verwalter aller seiner Güter war: Lege doch deine Hand unter meine Hüfte, dass ich dich schwören lasse bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und dem Gott der Erde, dass du meinem Sohn keine Frau nimmst von den Töchtern der Kanaaniter, unter denen ich wohne, sondern dass du in mein Vaterland und zu meiner Verwandtschaft ziehst und meinem Sohn Isaak dort eine Frau nimmst. Da sprach der Knecht zu ihm: Vielleicht will aber die Frau mir nicht in dieses Land folgen. Soll ich dann deinen Sohn wieder zurückbringen in das Land, aus dem du ausgezogen bist? Abraham sprach zu ihm: Hüte dich, meinen Sohn wieder dorthin zu bringen. Der Herr, der Gott des Himmels, der mich herausgenommen hat aus dem Haus meines Vaters, aus dem Land meiner Geburt, und der mit mir geredet hat und mir auch geschworen und gesagt hat: Dieses Land will ich deinem Samen geben, der wird seinen Engel vor dir her senden, dass du meinem Sohn von dort eine Frau hernimmst. Wenn die Frau dir aber nicht folgen will, so bist du entbunden von dem Eid, den du mir geschworen hast. Nur bringe meinen Sohn nicht wieder dorthin. Vielleicht bist auch du ja gerade auf der Suche nach einem Partner. In manchen Lebensabschnitten ist das ein besonders wichtiges Thema. Einige Dinge kann man lernen von dieser Geschichte. Erstens, dass es Gottes Angelegenheit ist, für uns einen Partner zu finden. Zweitens, dass ein Partner sein sollte, der auch denselben Glauben haben sollte, wie wir, aus derselben geistlichen Familie kommen sollte. Und dann auch jemand, der die Mission unseres Lebens unterstützt. Es nützt ja nichts, wenn jemand formell dasselbe glaubt, aber die Aufgabe, die Gott uns besonders gegeben hat, nicht unterstützt und nicht bereit ist, mitzugehen in die Mission, was immer auch uns Gott gezeigt hat. Da legte der Knecht seine Hand unter die Hüfte Abrahams seines Herrn und schwor ihm in dieser Sache. Und der Knecht nahm 10 Kamele von den Kamelen seines Herrn und zog hin mit allerlei Gütern seines Herrn. Und er machte sich auf und zog nach Aram Naharaim, zu der Stadt Nahors. Da ließ er die Kamele sich draußen vor der Stadt lagern bei einem Wasserbrunnen am Abend, zur Zeit, da die Jungfrauen rauszugehen pflegten, um Wasser zu schöpfen. Und er sprach: O Herr, du Gott meines Herrn Abraham, lass es mir noch heute gelingen und erweise Gnade an meinem Herrn Abraham. Eines der wichtigsten Dinge bei der Partnersuche:
ist Gebet. Siehe, ich stehe hier bei dem Wasserbrunnen und die Töchter der Leute dieser Stadt werden herauskommen, um Wasser zu schöpfen. Wenn nun ein Mädchen kommt, zu der ich spreche, neige doch deinen Krug, dass ich trinke. Und sie spricht, trinke. Und auch deine Kamele will ich tränken, so möge sie diejenige sein, die du deinem Knecht Isaak bestimmt hast. Und daran werde ich erkennen, dass du an meinem Herrn Barmherzigkeit erwiesen hast. Wir sollten uns bestimmte Prinzipien vorher überlegt haben, bevor wir im Kontakt mit einer etwaigen Kandidaten oder einem Kandidaten kommen. Und diese Prinzipien sollten darauf zielen, dass jemand bereit ist, auf die Extrameile zu gehen, bereit ist zu dienen. Und es geschah, ehe er noch ausgeredet hatte. Siehe, da kam Rebekka heraus, die Tochter Betuels, der ein Sohn der Milka, der Frau Nahors, des Bruders Abrahams war, und sie trug einen Krug auf ihrer Schulter. Lasst uns gemeinsam dafür beten, dass Gott uns auch in der Frage der Partnerschaft führt. Lieber Vater im Himmel, manch einer, der jetzt vielleicht zuschaut, sucht noch einen Partner oder hat dieses Thema auf seinem Herzen. Herr, zeige du uns, wen du für uns vorbestimmt hast, und gib uns die richtigen Prinzipien in unser Herz, damit auch die Wahl unseres Partners nach deinem Willen und zu deinem Wohlgefallen ist, sodass es für uns das Beste ist. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Thank you.